Tja, wo wir gerade so nett hier sitzen. Ja. Sag mal, Karl, ich finde das toll, dass Sie dich wieder hier in die Sendung reingelassen haben. Du darfst richtig was sagen und so. Wie ist das denn gekommen? Ja, ich bin bei allen anderen Sendern gesperrt, weißt du. Ich habe so eine Märtyrerfunktion. Die nehmen dich aus Mitleid. Ja, aus so einer Mitleidskrise heraus. Ja. Sag mal, und warum bist du eigentlich hier? Ja, also ich war mir nicht ganz sicher, dass ich hier heute Abend die Oldie-Hitparade gewinne. Habe ich gedacht, komme ich doch lieber vorsichtshalber selber mal rum. Sag mal, Jürgen, wie hast du das geschafft, hier in den Musikladen reinzukommen? Ja, ehrlich gesagt, ich kenne die Gattin von dem Herrn Sechsauer gut. Also sehr gut. Ja, und Günther, du? Ich bin die Frau von Herrn Sechsauer. Ja, das war das Warum und jetzt das Wie. Ja, ja. Wie? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin getrennt. Wie? Dich nimmt doch keine Sau mehr mit. Ja, ja, ich habe mich selbst auch gewundert. Eine Bundeswehrkolonne hat mich mitgenommen. Weil ich habe mich am meisten gewundert, dass sie überhaupt noch fahren dürfen. Die müssen ja so wahnsinnig sparen. Ist jetzt ja ein neuer Erlass rausgekommen, dass alle Wehrpflichtigen müssen in Zukunft ihre Munition aus eigener Tasche bezahlen. Ja. Bei Panzerbesatzung dürfen allerdings BAföG und 7b-Abschreibung einreichen. Ja, und du, wie bist du hierher gekommen? Ich bin direkt mit der Taxe von Berlin hierher. Ist das nicht ein bisschen teuer? Weiß ich nicht, die steht noch vor der Tür, die Uhr tickt noch. Sag mal, Jürgen, wie bist du denn hier angekommen? Weiß ich nicht, hab ja da gar nicht gesungen. Ja, sag mal, und Günther, warst ja fast ein bisschen spät dran. Eben. Doch, wie immer das Gleiche, vor Bremen auf der Autobahn ein Stau. Leute, 1 Kilometer, 3, 5, 7, 11 Kilometer Stau, war ja nicht zu machen. Du konntest nicht überholen? Ich war an erster Stelle. Ja. Naja, wir haben ja hier schon eine Menge Spaß gehabt. Das hat der eine oder andere vielleicht gar nicht bemerkt. Aber trotzdem fehlt etwas. Ja, vielleicht noch ein Bier, bitte. Nein. Oder vielleicht ein paar Mädels. Nein, Gesang. Gesang. Und Gesang. Das kommt jetzt für uns, für Sie. Günther Willumheit. Sie natürlich sofort also die Vollmacht an sich gerissen. Insbesondere die Bankvollmacht etc. Von da an ist der Geldregen nie mehr abgerissen. Wie aus ein Füllhorn prasselte jeden Monat ein Betrag von 7 Mark an mir vorbei. Ne? Ja, und so setze ich damit an. Also immer wenn ich einen Kleinkredit holen will, muss ich zur Bank. Und was macht der Bankdirektor? Schüttelcheck. Nee, sag ich Erna, so geht es nicht. Schäm dir welche. Also sitze ich damit an. 7 Mark im Monat sind zu wenig, sind zu wenig für ein Mann von Welt. Erna, komm, sei lieb zu mir und ledig, leg was drauf, erhöh mein Taschengeld. 7 Mark im Monat sind zu wenig, damit komm nicht mal ein Schotter aus. Erna, komm, nun sei mal nicht so schäbig, gib dir'n Ruck, leg 50 Pfennig drauf. Ja, nun sind wir schon 10 Jahre verheiratet und die ersten 2 Monate waren wirklich spitze. Und dann wie abgeschnitten. Kein Skat, kein Stammtisch und mein geliebten Fußball. Live in der Westkurve ist nichts mehr. Sportschau in Puschenkino ist angesagt.
Palama auf, Erna. 7 Mark im Monat sind zu wenig, sind zu wenig für ein Mann von Welt. Erna, komm, sei lieb zu mir und wenig, leg was drauf, erhöh mein Taschengeld. 7 Mark im Monat sind zum Heulen, doch die Tränensäcke, die sind leer. Du gibst dein Haus, ich will nicht bei dir weilen, den Almosenfänger gibt's nicht mehr. 7 Mark im Monat sind ein Jammer, Mensch, ich glaub, ich halt das nicht mehr aus. Tag für Tag trifft mich der gleiche Hammer. Erna, tschüss, was soll ich noch zu Haus? Also, Erna, mit deiner Sparsamkeit kannst du einen nur auch nicht mehr imprägnieren. Das verstößt schon nur bald gegen alle guten Sitten und Gebrauchsanweisungen. Nee, weißt was, ich mach mal einen Vorschlag. Du überziehst mal wieder die Betten und ich mal wieder richtig unser Konto. Also wenn das klappt, du kriegst auch mal wieder einen Appel, wenn ich ein Pferd hab. Das war meine letzte Ultimahnung. Ganz toll. War wirklich gut. Wirklich gut. Ich finde das erstaunlich, dass man mit so wenig Talent bei der Masse so viel Eindruck schinden kann. Ja. Mal fängst du schon wieder mit dem Scheiß an. Sag, ich habe doch nichts gegen Heino gesagt. Du hast aber auch nichts gegen Heino unternommen. Ja, wo ist eigentlich Heino? Ich habe ihn im Hotelzimmer eingeschlossen.